Hey ho, meine Lieben, zu der Grill-Junkie unterwegs. Ja, hier habe ich mein Gepäck geschultert. Auf geht's nach Fulda, wo man ja hoffentlich den einen oder anderen sehen wird. Und ja, was soll ich viel sagen? Wir werden uns nachher in der nächsten Szene schon beim Hotelzimmercheck sehen. Ciao. So Leute, Zimmercheck. Ja, viel Afrika. Keine Klimaanlage im Auto. Ja, deswegen habe ich auch meine Haare zusammengebunden, weil beide Fenster offen und naja, sonst in meinem Gesicht. Aber jetzt gucken wir uns mal um hier. Also, ich tät mal sagen, kann man lassen, reicht vollkommen aus. Aber jetzt gehe ich erstmal nach unten und hau mal was Leckeres ins Gesicht. Nachdem ich mich ein bisschen frisch gemacht habe und ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen auf dem Gelände. Ein bisschen werde ich auf alle Fälle filmen. Ihr wisst ja, DSGVO. Naja, okay. So Leute, mittlerweile bin ich am Platz und naja, wenn ich da schon so ein schönes Hintergrundbild da habe, dann muss ich doch endlich mal mit dem Filmen anfangen. Ja, ich werde halt, wie gesagt, ein bisschen über den Platz rüber filmen, dass ich möglichst wenig Leute erwische. Da winkt jemand, du willst unbedingt aufs Video. Nein! 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 Das ist an der Grill. Da haben wir schon die erste. Die zweite Frau am Grill. Okay Leute, wie gesagt, nachher mal so ein bisschen über die Stände drüber filmen und ja, wir werden sehen. Tja Freunde, dann fange ich jetzt einfach mal an, indem ich über die Stände so ein bisschen drüber filme. Und naja, wo fangen wir an? Bei Hedomax. Ja. Ja, ich sag's sonst immer, man kann auch sagen, man legt die Füße und holt sich dann mal einen Stapelrost oder sowas. Ja. Weil dann ist man echt flexibel. Also dann kann man wie sagen, ich kann den Ausgang. Grünes Licht. Also ich mache jetzt hier auf dem OFT, sage ich einfach mal, wie man den als Grill benutzt. Ich werde da einen Deckel vom Feuertopf 6 nehmen, umdrehen und dann mache ich mal so ganz coole Tortillas. 3,6 kg. Das sind 30% mehr gegenüber. 2, 3, 6. So zwischendurch mal wieder ein bisschen, wie soll man sagen, Bewerbung für Weber. So schlecht sehen die Grills ja auch nicht aus. Naja, okay. Ich glaube, der Kugelgrill bleibt das einzige von Weber, was bei mir stehen wird. Was ist denn? Da habe ich auch noch eins daheim, muss ich auch noch ausprobieren. Und endlich mal ein Gesicht, wo ich hemmungslos filmen kann, ohne Angst haben zu müssen. Alles klar heute? Alles klar, wir sind zufrieden und es ist sehr schönes Wetter, schöne Leute und was wollen wir noch mehr? Super! Jo. Und der Mann von der Dolly Sauce. So Leute, jetzt habe ich hier bei der Lederwaren was ganz was Tolles entdeckt. Keine 120. Aber ich würde mal sagen, das ist eben eine Dose und das war mein Auftrag. Ja, sieht doch mal ganz gut aus. Leute, aufgerüstet und aufgefüllt. Ja. Jetzt kann es weitergehen.
Also Leute, jetzt mache ich mal den Helium-Test. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Und? Ja. Richtig einatmen. Ja, richtig adrenalieren. Und? Doch. Stimme ist ein bisschen anders, nochmal. Laber, laber, Leberkäse? Nee. Und jetzt? Das funktioniert bei mir nicht. Doch, ein bisschen. So. Zeig dir jetzt mal, wie das geht. Andere Physik, ganz normal. Und so ist es Zeit. Also, Fleisch schafft der Patent nicht, der ist im Fleisch drin. Hallo, Michi. Nee, da ist wirklich nicht so viel Helium drin, oder? Ist noch ein bisschen anders. So, oh, jetzt haben wir eine gute Mischung gekriegt, glaube ich. Also, Westmünsterland am Barbecue ist geil. Am Anfang variiert es halt total, wie lange es dauert. Ja, auch so kann man mit einem Messer super schnell gehen. Also rot Messer machen, und zwar das Loch mit dem Radius ausgelernt. Danach geht es aber auch zu. Und zwar geht es nicht mit der Leder. Okay. Da jeder Brotmesser, jeder Hersteller macht hier einen anderen Winkel. Wir kippen es einfach, bis wir sehen, der Radius schmilzt. Kann mir so im Tal unten schreiben. Dann ziehe ich einfach einige Male durch. Ist aber alles auch als Video im Internet auf der Homepage. Ja, natürlich. Ich werde 7-8 Mal durchziehen, würde ich sagen. Also komm, lass mich immer noch ein bisschen. Können Sie jetzt. Ich finde, eigentlich ist der Gießer ein guter. Aber, also ich arbeite ja hauptberuflich, produziere Schleifmaschinen. Ja, James Rolling ist schon die Messe. Naja, aber Schleifmaschinen jetzt so mit Robotern und großer Anlagen. Also, das ist auch ein geiles Teil. Könnte mir auch noch gefallen, ja. Die stellen wieder ihre Sachen hier aus. Subi, bitteschön. Was hast du da hinten für Probleme? Ich habe keine großen Probleme, aber du filmst halt kaum noch und deswegen merkst du gar nicht, wenn du filmst. Ah ja, übrigens. Der Griesbandi verzieht sich jetzt schon wieder. Ja, alle anderen Leute weg. Ja, also viel gefilmt habe ich ja bis jetzt noch nicht, aber hier haben wir noch jemanden. Servus miteinander. Jo, Frau am Grill, Anja ist auch da. Und ja, schauen wir mal, ob wir heute nochmal was filmen. Aus dem Video, wo ich beim Philipp war. Die neugierigen Schweizer wieder. Wollt ihr mal auch testen? Ja, bitte. Herzlich welche gerne. Sorte? Da ist man mit dem Auto unterwegs und dann wird man einfach angehupt hier. Jo, grünes, weiter geht's. So Freunde, jetzt sind wir da. Gleich mal neben der Sauerländer geparkt. Die haben mir gleich noch was Schönes in die Hand gedrückt. Ja, und auf der anderen Seite ist das Philipp. Wo kommst denn du her? Daheim. Von daheim? Auch gut.
Okay, Leute, dann schauen wir, dass wir heute noch ein bisschen mehr filmen. Erst natürlich mal die Damen, ja. Oh, jetzt habe ich auch noch runtergebrochen. Ist ja so, gehört das dazu, aber da kann ich es da drauf tun hier. So. Also mir darfst du es noch anbieten, das Runterschmissene. Ja, das war auch für dich. Was machst du denn Schönes? Da gibt ein geröstetes Knoblauchbrot mit einer spanischen Pinot de Gala, so eine Tomatensalsa, ein bisschen Chili dran, dann noch ein Kachelfleisch drüber und ein bisschen Feigenbalsamico. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis gewesen. Hört sich doch mal gut an. Ja. Greift zu. Ja, oder willst du mal drüber? Entfeuchtet, also er hat richtig ausgepresst das Ganze. Zum Glück. Einer der wenigen, wo ich mich traue zu filmen. Uwe, du siehst so fertig aus. Ist hier warm. Oh ja. Wenn er schon herbringt, kann er auch dran schrauben. Ja, und dann waren wir weg. Kartoffelstrudel mit Bacon, sehr lecker. Ich wünsche noch viel Spaß. Danke euch, ja. Wir sehen uns nachher an der Bühne. Adi, ihr müsst ja noch mal vorbeilaufen. Ja, ja. Ich denke, wir sind noch dabei. Alles gut? Warm. Das ist so ein Rote-Bete-Chip wird. Benutzen kannst. Ich sehe es immer, wenn du und Oliver da irgendwas machen. Das kennt ein Metzger gar nicht. Nee. Ja. Der Hauptstadtgriller. Der Grilljunkie. Mahlzeit. So Leute, ich bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Ich hoffe, die Aufnahmen, wo auf der Cam jetzt darauf sind und jetzt im Video eigentlich waren, dass die gut sind.
Ich muss das Ganze ja auch erst sortieren, beziehungsweise wenn ihr das gesehen habt, ist es schon sortiert gewesen und bearbeitet. Ja, wie war das Wochenende? Ein super spitzen Wochenende. Ja, Uhr im Hintergrund, könnt ihr sehen, wie spät es ist. Heimfahrt 2 Stunden 15 Minuten, also ich habe etwas Gas gegeben. Und was habe ich alles mitgebracht? Gleich für die Hater, ihr dürft die Daumen nach unten geben. Ich habe Kohlen geschenkt bekommen. Und zwar einmal diese Premium-Holzkohlen von Liebfeuer. Da werden wir aber separat in einem Video mal eingehen. Dann habe ich von Barbeco, die zwei habe ich zuerst bekommen. Und die anderen drei Kartons, 1, 2, 3, das waren die offenen Ausstellungsstücke. Die habe ich auch noch mitbekommen. Der Hauptstadtgriller hat mir eine Röstknoblauchsoße mitgegeben für meinen Schatz. Dann habe ich noch eine Dolly-Sauce mitbekommen. Das Buch habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Das haben mir die Sauerländer geschenkt. Ja. Was ist jetzt? Ach so. Gut. Die Artikel in dieser Petromax-Tüte sind gekauft. Also, ja, was rede ich überhaupt? Ich zeige euch, was ich habe. Ich glaube, der eh wieder keiner. Gut. Zum einen habe ich mir noch so einen anderen Deckelheber mitgenommen. Ist der jetzt hier noch zusammen? Ja, so funktioniert es. Da kann man dann die. Wo haben wir einen? Da muss ich ja Licht anmachen hier herin. Jo, da kann man ganz einfach so reinfahren, packen und den Deckel hochlupfen. Also, der hat mir jetzt sehr gut gefallen. Habe ich mir gekauft. Sehr fix. Ja, dann habe ich mir endlich eine schwarze und weiße Petromax-Tasse gegönnt. Ihr erinnert euch dran an die Verlosung. Da habe ich gesagt, ach, die täte mir auch gefallen. Jetzt habe ich endlich welche. Dann habe ich mir noch das draußen Backenbuch gekauft. Und zu guter Letzt, tada, das kommt ja hier irgendwo an die Wand hin. Tja, und ganz zum Schluss, da war ich gerade am Rauslaufen, da kam dann der Jonas noch hinterher gesprungen und das habe ich geschenkt bekommen. Einen geilen Pergolator oder Pergolator zum Kaffee machen, damit wir das nächste Mal beim Philipp einen Kaffee haben. Edge Philipp, jetzt hast du es wieder bekommen. Er hat bloß gesagt, ich muss ihn halt ein bisschen sauber machen, aber klar, nach einem kompletten Wochenende, wenn das Ding über ein Feuer gehangen ist, da muss man halt ein bisschen was tun. Aber eingebrannt ist er auf alle Fälle. Ja, so sieht das Teil aus. Ist sogar noch echter Petromax-Kaffee drin. Oh. Boah, das hat gerade so gut nach Kaffee gerochen. Ich muss mir gleich noch einen machen. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Die Haterwix geschenkter Kohlen, Daumen nach unten. Mir wurscht. Es war auf alle Fälle ein tolles Wochenende. Ich danke nochmal allen, wo dran teilgenommen haben, wo auf mich zugekommen sind. Super, das ist es, was wir brauchen. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.